Special Wake the Warrior. Salut Freunde, hier ist wieder Marcel von Gannikus. Willkommen zu einem neuen Supplement-Update-Video. Ich habe beschlossen, ich nenne diese Reihe jetzt um. Warum? Ich mache nie Vlogs. Also mir fehlt so im Alltag echt die Motivation, um da jetzt zu vloggen. Warum? Weil ich halt echt immer am Arbeiten bin und Vloggen ist so etwas, was die Produktivität schon killt. Ja, man muss immer mit der Kamera gucken, mit dem Ton gucken etc. Dafür bin ich halt dann doch zu wenig Influencer und arbeite zu sehr richtig. Ja. Dementsprechend kriegt ihr jetzt von uns immer solche Update-Videos. Wir versuchen da natürlich schon auch das so ein bisschen vlogmäßig zu machen. Allerdings ist es so, das wird jetzt nicht wie bei irgendwelchen Influencern der Fall sein. So, hier sind wir jetzt in meiner heimischen Küche im Berliner Wedding. Und ihr kennt diese Küche, obwohl ihr sie so noch nie gesehen habt. Warum? Ich habe früher immer hier die Produkte hingestellt, die ich getestet habe. Am Anfang ja noch relativ alleine. Dann kam aber auch schon ziemlich schnell, wir waren der Erste. Danny war so, den kennt ihr ja auch. Danny war so der Erste, der dann bei Gannikus mit dazugestoßen ist. Das ist halt real hier. So, wird jetzt erstmal weggedrückt. Ja, Danny war so der Erste, der bei Gannikus mit dazugestoßen ist, neben der Kamerafrau damals. Und hier habe ich dann damals immer die Produktfotos gemacht von den Produkten, die wir getestet haben. Ist für mich natürlich schon unfassbar cool, wenn ich so überlege, so vor 6 Jahren, da stand ich dann hier, da war das Produkt, dann habe ich da immer fotografiert. Ich konnte zwar nicht gut fotografieren, aber man hat es so hinbekommen. Und jetzt stehe ich hier mit vielen neuen Produkten, die kommen werden, wo wir dran arbeiten und einfach das so umsetzen, was wir als Fitness- und Bodybuilding-Fans gerne hätten. Das ist schon mega geil. Und das Coole ist, dass man so als Fan angefangen hat, Fan geblieben ist und trotzdem oftmals coolere Sachen macht als die etablierten Hersteller. Naja, ich will jetzt aber gar nicht so viel über andere reden, sondern über uns. Und dementsprechend gibt es jetzt hier das Update zu den Subs. Eigentlich hättet ihr in der Zwischenzeit schon ein anderes Video bekommen sollen, aber was war das Problem? Ich bin nach Stockholm gereist, um hier die Firma hinter Gasp und Better Bodies zu besuchen. Allerdings ist es jetzt so, dass das, was wir geplant hatten, nicht ins Wasser fällt, sondern ausfällt. Wir hatten eine Gannikus Gasp Tour geplant. Richtig geil. Wir hätten in Köln gestartet, wären dann durch die Republik, durch Deutschland und durch Österreich getingelt, durch verschiedene Gyms mit unter anderem Branch Warren und den anderen Gasp-Athleten. Allerdings ist es jetzt so, dass Corona uns da einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist schon richtig, richtig scheiße. Wir hatten schön in Schweden viel gefilmt, auch da im Office. War ein cooler Tag, wo wir da waren. Wir haben das Ganze mit den Schweden geplant, besprochen etc. Und dann, ich glaube so, weiß nicht, 1-2 Tage, bevor wir verkünden wollten, ey, im April ist diese Tour, dann wurde die Tour gecancelt aufgrund des Corona-Vorfalls. Also es ist schon richtig scheiße. Wir hatten sogar schon Athleten angeschrieben und einen Tag später hieß, ey, oder glaube ich sogar am selben Tag? Ich glaube sogar am selben Tag, paar Stunden später, ist die Tour dann ausgefallen. Ja, dementsprechend die lange Pause bei den Videos, aber ich versuche jetzt öfters euch das Update-Video zu geben. So, wir haben allerhand Produkte, bei denen wir aktuell mitten im Entwicklungsprozess sind und ich wollte euch da einfach ein bisschen teilhaben lassen. Ich mache jetzt den Content, den wir hier machen, einfach so aus meiner alten Fansicht. Ich denke mir so, was hätte sich der Marcel so 2013 gewünscht, selber zu sehen? Wenn ihr da Wünsche, Anregungen habt, sagt mir immer Bescheid. Zunächst einmal zur Erklärung. Hier sind die Labels abgeklebt. Warum? Damit niemand sieht, was da draufsteht, sprich mit welcher Firma wir da zusammen arbeiten. Warum? Nicht, weil wir da irgendwas verheimlichen wollen, aber ein Lohnhersteller, der mag das nicht so gerne in den Vordergrund
gezogen zu werden. Wir haben echt einige Produkte, an denen wir arbeiten. Und teilweise ist es dann doch so, ja, man ist so mit Dingen konfrontiert, die man im Vorfeld nicht sieht. Also beispielsweise beim Whey, da wollten wir ja schon längst am Start sein. Was ist da jetzt aktuell das Problem? Das Ding ist, wir wollten jetzt bei der Verpackung keine halben Sachen machen. Und da ist es jetzt so, ich muss es überlegen, nicht, dass ich so im Team Ärger bekomme, aber da ist es einfach so, am Anfang wollten wir erst so einen gelabelten Beutel. Das ist so die schnelle und günstige Lösung. Sieht aber immer nicht wirklich cool aus. Jetzt haben wir gesagt, ey, guck mal, jetzt hat man mit dem Galenicus so ein geiles Design vorgelegt und wir haben ein wirklich geiles Whey. Also es ist wirklich ein Bomben-Whey. Warum das jetzt in so eine cheape Packung? Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns richtige Beutel machen, die bedrucken. Was ist jetzt da das Problem? Das dauert einfach, bis sie gemacht sind. Die müssen erstmal produziert werden und das dauert eben. Ja. So, die Beutel, ich glaube jetzt im März sollten die auf jeden Fall fertig werden. Und wenn dann die Beutel da sind, dann muss das Whey nur noch abgefüllt werden, also angemischt werden in unserer Rezeptur, abgefüllt und dann geht es eigentlich relativ schnell. Also beim Whey, sage ich mal, bis in einem Monat sollten wir da schon, weiß nicht, ob wir da sogar schon am Markt sind, aber wir sollten da ein großes Stück weiter sein als jetzt. Es sei denn, Corona macht uns irgendwie da einen Strich durch die Rechnung. Also da nur für euch die Gewissheit, Whey, wir sind dran, das läuft alles. 4 Geschmacksrichtungen werden zum Start kommen. Ich gebe euch Brief und Siegel, ihr werdet sowas noch nicht getrunken haben, diese Shakigkeit einzigartig, also dieses Milchshakige. Da sind wir auf jeden Fall dran. So, die neue Galenicus-Charge, die habe ich hier. So, und hier kann ich schon mal sagen, diese Charge, die ist jetzt seit sicher 6 Wochen ungefähr, ist sie hier. Wir haben nämlich das Maltodextrin entfernt und eine neue Substanz hinzugefügt. Und jetzt testen wir aktuell, bleibt das Ding auch klumpenfrei. Und ich kann euch sagen, also der Beutel ist Tag und Nacht offen. Ich würde jetzt mal sagen, in meiner Wohnung hat es eine relativ normale, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit. Und hier klumpt nichts. Also die Klumpfrei-Garantie, die können wir euch weiterhin geben. Ich weiß, es gibt jetzt den einen oder anderen Dummschwätzer, der dann dummes Zeug davon sich gibt, warum sein Booster klumpt und unserer nicht. Ich kann euch sagen, der Booster klumpt einfach, weil die zu dumm sind, Produkte richtig zu entwickeln. That's it. Ja. Also es ist so eine ganz einfache Sache. Bei uns wird auch bei der nächsten Booster-Charge nichts klumpen. Eine Substanz ist ausgetauscht, das Maltodextrin. Das haben sich einige gewünscht. Und da kann ich immer nur sagen, ich verstehe gar nicht, warum andere Firmen, die bringen einmal ein Produkt auf den Markt und dann bleibt das die nächsten 20 Jahre so. Verstehe nicht. Also wenn doch die Community sagt, ey, mach doch das und das, das würden wir mehr feiern. Und dann denkt man selber nach und sagt so, ja, die haben recht, stimmt, würde das Produkt doch geiler machen, dann macht man das. Ja. Also da hat so bei uns im Team keiner irgendwie ein zu großes Ego oder ähnliches. So, nächstes Thema, ihr habt euch einen Pump Booster gewünscht, beziehungsweise wünscht euch einen Pump Booster und auch da sind wir natürlich da dran, hier ein Next Level Ding zu entwickeln. Wir sind da dran, wirklich ein Ding zu machen, das Deutschland so noch nicht gesehen hat und ich will euch jetzt einfach mal so ein bisschen Einblicke geben in den Hintergrund, warum zum Beispiel gewisse Substanzen nicht in ein Produkt können. Und hier geht es jetzt speziell um Agmatin. Agmatin, ich glaube, das ist so unbestritten. Jeder, der schon mal ein Produkt mit Agmatin hatte, sagt, bei Agmatin habe ich immer einen überdurchschnittlich geilen Pump, sofern das vernünftig dosiert ist. Schöne bei Agmatin, man muss das nicht besonders hoch dosieren. Also 1-2 Gramm reichen da vollkommen aus. Und der synergistische Effekt zu den anderen Substanzen ist dann einfach so groß, dass man deutlich einen besseren Pump hat. Jetzt habe ich angefragt bei unserem Rechtsanwalt für Lebensmittelrecht, wie es aussieht, ob wir Agmatin verwenden können. Und ich kann euch jetzt mal hier so ein bisschen was vorlesen. Ich muss dazu sagen, die schreiben jetzt dann halt im Juristendeutsch. Also das ist so relativ trocken oftmals. Aber ich lese mal hier so ein paar Passagen vor, damit ihr wisst, wie tricky das teilweise ist. Also, wir haben hier erstens, grundsätzlich können Lebensmittel im Rahmen der lebensmittelrechtlichen Bestimmung ohne vorherige Zulassung auf dem deutschen Markt in den Verkehr gebracht werden. Denkt man sich jetzt, ah, nice, cool, können wir Agmatin reinhauen. So, jetzt kommt's.
Eine Ausnahme dazu bilden sogenannte neuartige Lebensmittel, Novel Food. So, die bisher nicht nennenswert im Umfang in der EU verzehrt wurden. Und jetzt springe ich hier mal ein bisschen in der E-Mail. Was ist ein Novel Food? Ein Novel Food sind alle Lebensmittelzusatzstoffe, die in der EU vor dem 15. Mai 1997 nicht als Lebensmittel oder Lebensmittelzusatzstoff verwendet wurden. Deswegen sind die neuartig. Und Agmatinsulfat ist laut Unionsliste nicht zugelassen. Es ist ein neuartiges, nicht zugelassenes Lebensmittel. Dessen Status muss als unsicher erachtet werden. So, es wäre jetzt rein theoretisch gar nicht das Problem, Agmatin zu verwenden. Man würde so gesehen nichts Verbotenes tun, nur weil es nicht zugelassen ist. Im juristischen Sinn ist es oft so, da darf man nicht so einfach denken. Also nur weil etwas nicht verboten ist, ist es aber auch nicht explizit erlaubt. Nur weil etwas nicht richtig ist, ist es nicht falsch. So ist das oftmals im juristischen Sinn. Warum macht man das jetzt nicht einfach rein? Man könnte jetzt einfach sagen, okay, ist nicht richtig, ist nicht falsch. Der Grund ist relativ einfach. Also der erste ist, man kann Agmatin in ein Produkt machen und dann darf man dieses Produkt so lange verkaufen, bis eine Behörde sagt, ey, ihr dürft dieses Produkt nicht mehr verkaufen. Das wäre dann in dem Fall so, dass man sagt, ja, okay, ist ein gewisses Risiko, aber die Behörde, die wird wahrscheinlich nicht jetzt direkt morgen kommen und sagen, ey, das dürft ihr nicht machen. Warum? Behörden sind immer sehr langsam. Was ist das größere Problem bei solchen Substanzen, warum man die nicht reinmacht? Es sind eigentlich nicht unbedingt die Behörden, sondern es sind die Konkurrenten. Und meistens sind es die erfolglosen Konkurrenten. Denn die mahnen dann einen ab. So, und wenn man dann dafür abgemahnt wird, dann muss man praktisch juristisch begründen, warum man diese Substanz in seinem Produkt haben darf. Und bei Agmatin ist es aktuell so, dass es eben keine wirklichen wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gibt, die praktisch den Einsatz untermauern würden. Also die Einsatzfähigkeit untermauern würden, so muss ich sagen. So, ich weiß, es ist jetzt alles vielleicht ein bisschen trocken, aber ich glaube, für die da draußen, die das generell spannend finden, solche Themen, ist das mal ein cooler Blick hinter die Kulissen. Ja? Also, man müsste dann praktisch eine Unbedenklichkeit nachweisen. Und wie kann man das machen? Mit beispielsweise medizinischen Studien. So, und das ist dann halt mit einem gewissen Aufwand verbunden und man kann nicht einfach so eine medizinische Studie aus seinem Hut zaubern. Ja, dementsprechend kann ich euch sagen, in Deutschland verwendet niemand Agmatin aus dem einfachen Grund, weil man eben Angst haben muss vor der Konkurrenz. Jetzt muss man generell dazu sagen, in der Regel mahnen immer nur die Konkurrenten ab, die relativ erfolglos sind, denn wenn man erfolgreich ist, dann guckt man ja nicht auf andere. Also wenn du selber voll busy bist mit deinen Produkten, Produktentwicklung, hast eine geile Community etc. etc., dann ist dir ja egal, ob jetzt Firma XY irgendetwas in seinem Produkt hat, was offensichtlich nicht schädlich ist. Also man muss jetzt dazu sagen, wenn jetzt da natürlich irgendwie eine Firma Protein mit Blei verkaufen würde, würde ich auch was sagen. Aber ansonsten, wenn jetzt die da Novel Food einsetzen, ey, komm, also da zeige ich so, das muss der Staat regeln. Dementsprechend ist das aktuell der Grund, warum Agmatin in keinem deutschen Produkt drin ist. Ich schaue jetzt hier gerade mal, ob es da noch eine Passage gibt, die ich vorlesen könnte. Nee. Also wir werden auch nicht jetzt irgendwie selbst Agmatin zulassen. Warum? Weil das einfach mit solchen erheblichen Kosten verbunden ist. Das kann man jetzt als Berliner Startup nicht unbedingt stemmen. Ja? Aber das für euch nur zur Info. Also der Galenicus Pump, wo steht er denn? Hier, das ist der Galenicus Pump. Auch hier, der steht die ganze Zeit offen. Und auch der Klump 0, den wird es ohne Agmatin geben. Ich bin am Überlegen, aber da könnt ihr mal was dazu schreiben, ob man es nicht so macht, dass man einfach so eine kleine Charge macht und die dann schnell abverkauft. Keine Ahnung, 1000 Dosen zum Beispiel. 1000, 2000 Dosen, die dürften schnell weg sein. Dass man da eine kleine Charge macht und ja, dann ist man praktisch so schnell mit der Charge durch, dass dann die Konkurrenz nicht unbedingt einen abmahnen kann. Oder wenn die abmahnen, man muss jetzt auch dazu sagen, da geht
geht man jetzt nicht dran zugrunde, aber es ist trotzdem ärgerlich, weil es ist mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Du musst wieder einen Anwalt einschalten und so weiter. Ja. Aber da bin ich gerade so am Überlegen, so kamikaze-mäßig eine Charge mit Agmatin. So, nächstes Ding. Ja. Das wird jetzt nicht ganz so spektakulär, deswegen machen wir das als nächstes. Und zwar haben wir hier, das sage ich jetzt mal nicht, was es ist, ich zeige es nur in die Kamera. Ja. Sowas in der Art wird auch kommen von uns. So, dann haben wir hier etwas, und zwar ein Geschenk. Dieser Shaker hier, den werden wir verschenken. Ich kann euch allerdings noch nicht genau sagen, wann, aber die haben wir jetzt schon, da haben wir schon eine beträchtliche Zahl im Lager und den wird es für euch geben. Unten ist so eine Kammer dran, hier ist ein cooles Ding. Und den gibt es dann mal irgendwie on top dazu. Wir werden auch noch mal einen anderen Shaker rausbringen. Den werden wir dann aber verkaufen. Aber wir haben uns so gedacht, irgendwie eine Aktion, wo man einfach der Community etwas zurückgibt. Zurück. Der hier. Wird es dann geben. Cooles Ding. So, was haben wir hier? Das hier. Das ist das Produkt, wo ich mich am allermeisten drauf freue. Das wird für die Nacht. Und was kann ich da schon sagen? Wir sind da echt hart am Tüfteln bezüglich des Geschmackes. Also mit dem Galenicus hat man so einen Booster mit 21 aktiven Inhaltsstoffen, der wirklich für das, was es ist, gut schmeckt. Das Whey, bombastisch. Wirklich Endlevel. So, jetzt haben wir hier, ich nenne ihn mal Relax-Drink, ja? Relaxicus. Und hier ist jetzt das Ding, das bombastisch wirkt. Ja, also auch hier hat man wieder das, was man in Deutschland machen kann, wirklich perfekt zusammengesetzt. Einzig, was den Geschmack angeht, sind wir einfach noch nicht so zufrieden. Und da tüfteln wir aktuell, da gibt es vielleicht ein, zwei Substanzen, die rausfliegen und durch andere ersetzt werden, weil das Problem ist, man bekommt diese Substanzen einfach nicht richtig lecker. Und ich gehe jetzt so von mir selber aus, wenn ich das vor dem Schlafengehen trinke, vielleicht schon Zähne geputzt habe, ich habe keinen Bock, mir irgendwas reinzuwürgen. Also das muss schon 100% schmecken. Beim Booster, da kann man vielleicht noch so irgendwie Abstriche machen, sagen, ja, schmeckt scheiße, aber wirkt. Ich hau mir danach ein Kaugummi und eine Cola Light rein. Aber vom Schlafen, das muss schmecken. Ja. Also da sind wir aktuell dran. Dann habe ich hier ein Intra-Workout-Produkt beziehungsweise ein Backup-Produkt, was Aminosäuren angeht. Nennen wir es mal so. Und das ist in der Geschmacksrichtung Apple Ring Blueberry. Und der Booster in Apple Ring Blueberry, der schmeckt gut. Aber es ist ein Booster mit 21 aktiven Inhaltsstoffen. Ja? Also, dass man da Abstriche machen muss im Geschmack, ist so klar. Aber das Zeug hier, das trinkt man wirklich sehr, sehr gern während dem Training. Ja? Also, da sind wir aktuell auch am Tüfteln. Das ist eigentlich, das passt soweit. Da sind wir eigentlich durch. Ich weiß an aktueller Stelle nicht, woran es da hakt, warum das noch nicht fortgeschritten ist. Wir haben so ein Sheet, da ist das alles drin. Ja, Freund, das war es erstmal so als Update von unserer Front. Achso, dann haben wir hier nochmal ein Pulver, das hätte ich jetzt fast vergessen. Das solltet ihr täglich nehmen. Kreatin Beta-Alanin, ein Stack. Da würde mich mal interessieren, bitte auch in die Kommentare schreiben, ist so ein Produkt für euch interessant mit Geschmack. Also wir bei uns im Team und damit ihr das auch nochmal versteht. Ja, also ich mache das jetzt hier nicht alleine. Ich bin jetzt halt der, der hier alleine ist und das Ganze vorstellt. Aber wir treffen uns natürlich im Team. Wir besprechen die ganzen Produkte. Wir probieren die ganzen Produkte und vor allem die Athleten in unserem Umfeld, die probieren natürlich auch die ganzen Produkte. Also wenn da so ein Produkt durch ist, ich hatte es jetzt schon mal gelesen, ja, der Marcel, der meint auch irgendwie, nur weil es ihm schmeckt, schmeckt es der ganzen Welt. Nein, natürlich nicht. Ja, also bis so ein Produkt bei uns auf den Markt kommt, haben das 20, 30 Leute probiert. Und wenn dann von denen, die der überwiegende Teil sagt, yes, das ist nice, das ist unfassbar gut, dann sagen wir, okay, dann kann man es auf die Menschheit loslassen. Aber nur weil es jetzt irgendwie mir schmeckt, also es gibt auch Sachen, da werde ich überstimmen, wenn einfach 20 andere sagen, ey, das schmeckt scheiße, Galenicus, ja, dann muss ich mich dann natürlich der Mehrheit beugen. Und diese Mehrheit sind ja Menschen, deren Meinung
ich bzw. wir sehr zu schätzen wissen. So, und jetzt geht es um Kreatin-Beta-Alanin. Eigentlich jeder, mit dem wir gesprochen haben, meinte, Kreatin-Beta-Alanin macht absolut Sinn. Da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren. Es ist jetzt halt nur die Frage, was die Einnahme angeht. Ihr wisst, beides sind keine Substanzen, die eine akute Wirkung haben. Man muss sie einfach jeden Tag nehmen. Die allermeisten bei uns im Team sagen, ey, ich würde mir jetzt nicht unbedingt einen extra Kreatin-Beta-Alanin-Drink machen. Ich würde so ein Produkt eher zum Beispiel in meinem Booster, in meinen Post-Workout-Drink, in meinen Schlaf-Drink etc. reinmachen. Dementsprechend finde ich es witzlos, jetzt ein Kreatin-Beta-Alanin mit Geschmack zu bringen. Einfach aus dem Grund, wenn man jetzt zum Beispiel dann das zu dem Booster kippt und dann hat man hier irgendwie Orangenaroma und beim Booster Apple Ring Blueberry und dann mischt man das. Weiß ich nicht, schmeckt ziemlich uncool. Das erinnert mich an meine Anfangstage. Da war ich gar nicht so am Anfang, da war ich sicherlich schon so 4-5 Jahre beim Training und dann war mein Post-Workout-Drink BCAAs mit Aroma, Glutamin mit Aroma, Whey sowieso mit Aroma, Maltodextrin und ich glaube Kreatin. Und je nachdem, was das billigste Kreatin war, war das auch manchmal auch noch mit Aroma. Es war einfach eine süße, ekelhafte Pampe, die ich mir da reingezwungen habe, wo die Hälfte ja nicht umsonst war, aber ich würde heute jetzt kein Maltodextrin mehr saufen. Ja. Aber gut, so war das damals. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von geflavortem Kreatin-Beta-Alanin haltet. Ansonsten, bei manchen Sachen musste ich jetzt noch ein bisschen mich zurückhalten, aber ihr seid klug genug und könnt da zwischen den Zeilen lesen, was da so kommen wird. Ich glaube, sonst gibt es jetzt zu den Subs erstmal nichts mehr zu sagen. Schreibt gerne in die Kommentare euren Input. Das wird auf jeden Fall alles gelesen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Generell, was die ganzen Releases angeht, da kann ich euch echt nur empfehlen, tragt euch bei uns in den Newsletter ein. Ihr kriegt dann einfach eine Mail. Also wir spammen da auch nicht irgendwie hart rum, sondern ihr habt halt beim Gannikus Magazin, da habt ihr den Newsletter, der einmal in der Woche kommt. Das ist ja in Form von einem E-Mail-Video und beim Shop. Ja, da kriegt ihr halt mit, wenn ein neues Produkt kommt und wenn wir irgendwie eine geile Aktion machen, wie wenn wir die Shaker for free raushauen. That's it. Also wir sind da nicht wie andere, die irgendwie am Tag 3 Mailings machen. Deswegen, wenn ihr immer fragt, wann kommt das, ich kann euch sagen, die Sachen verschieben sich immer wieder, gerade auch jetzt mit Corona. Da weiß man halt auch nicht, wie lange es noch gut geht. Tragt euch ein, dann kriegt ihr eine Mail und seid auf der sicheren Seite. So, in diesem Sinne, Freunde, lasst euch nicht verarschen. Salut!